wo die jetzt an Schadenspunkten. Ja, welch Reichtum. Ich brauche Heilung. Alter. Der Kuppenträger könnte genau die Waffen ablegen. Alter. So, die Feuer bitte, genau. Sind schon wieder welche. Oh. Ja, genau. Okay, wenn wir oben hin müssen, geht es jetzt zuerst mal nach unten zum Schauen. Okay.
So. Er macht mich, dass es einfach nur Nerven kostet. Und bringen tut er auch per se nichts. Die Barbaren haben ihr Land im Norden stets gegen Eindringlinge verteidigt. Sie glauben, dass es ihre heilige Pflicht ist, den Ariad und den Weltenstein darin vor der Außenwelt zu schützen. Ihre Kampfeskraft und Entschlossenheit wurden von den Soldaten der Westmark leider mit Blutgier und Grausamkeit verwechselt. Mhm. Ja, die Barbaren sind doch ein sehr... Und ich muss sagen, ich habe den immer als Anfang so zum Reinkommen in Diablo sehr gerne gespielt, den Barbar. Weil er kann viel aushalten, macht okayen Schaden und ja, er ist eine sehr gute Einsteigerklasse für Diablo. Es lässt sich nicht abschätzen, wie viele Dämonen durch die Bresche eindringen konnten. Wir sollten auf das Schlimmste gefasst sein. Das werden wir. Aber ich muss sagen, im Diablo 4 Beta, da war der durchaus ein wenig unbalanced. Und was ich gehört habe, auch der gute hat er leider auch beschützt, dass er ein wenig unbalanced war. Oho, das gefällt mir. Eher weniger. Eher weniger. Und ich hoffe, dass die... Also gut, den Stab darf man nie beim solchen Hackenslay als gegeben ansehen. Ist das jetzt balanced oder nicht? Es ist immer unbalanced, sag ich gerne. Weil du hast nur eine gewisse Gruppe von Spieletestern, du hast nur eine gewisse Anzahl in der Beta, auch wenn es eine riesige Beta war. Aber solche Spiele müssen immer nachgepatcht werden und dann müssen auf ihn. So. Muss man auch nie da Angst haben, dass da nichts an Patches kommt. So. So. Ja, jetzt bin ich da. Wunderbar. Ja, lass mich an, da kommt doch sicherlich noch so. Ja. So. Nichts, okay. Da ist gerade einige. Dann die von der Decke. So. So. Ich werde euer Innerstes nach außen kehren. Also das möchte ich bei einem Skelett sehen, mein Lieber, ne? Also Spielelogik sollte auch auf den entsprechenden Gegnertyp abgestimmt sein, weil sonst macht's da tot, tot, tot. Irgendwas hatte der. So. Alter, wie riesig ist der Keller da? Ach, hier geht's dann zurück. Okay, dann mal noch Feuers.
Okay, da ist einfach etwas explodiert. Gehen wir zuerst oben lang. Seiner Diener. Und dann machen wir mal den Verbindungsgang. So. Okay. Ach, das war hier, wo wir die Truhe gefunden haben. Okay, verstehe. Dann weiß ich, wo wir wieder sind.
Wir dürfen diese Menschen nicht im Stich lassen. Hey, wieso ist das Katapult unten? Frech. Einfach frech. Das Katapult müsste oben sein. So. Dann geht's hier zum Bossfight. Zum Zwischenbossfight, um genau zu sein. So. Ah, haben wir noch was? Den haben wir durchsucht. Wunderbar. Bastion. Bastions. Also ganz ehrlich, wie viele Ebenen hat eine Bastion? Entweder. Ich verstehe die. Die Struktur der Bastion verstehe ich noch nicht zu 100%. So. Schade, den gut. Gegnern wollte ich es schon immer aufnehmen. Wie soll es sein, wenn die das machen? Ich muss sagen, also bis jetzt sind, also ich habe das Gefühl, sie werden immer leichter, die Gegner. Thank you.
mal eine nice Gold, ja? So, jetzt da. Ah, komm. Ah, komm jetzt. Und natürlich hat es die dann auch schon gepult. Wunderbar, dann haben wir das. Dann dürfte wahrscheinlich hier irgendwo noch. Ja, hier ist der Gold Goblin. So, einmal strecken und recken. So. Dann einmal noch kurz schauen, ob der Kollege noch. Nee, der Kollege hat nichts geschrieben, also muss es mir auch nicht stören. Gut, wir sind bereit. So. Ich brauche mehr Zeit. So. Leider nichts für uns. Wieso sind das? Lass mich raten, es war so eine kleine Zusammenkunft für lustige Spiele. Haben die lustige Spiele dort unten gemacht. Im Dungeon. Eieieiei. Gut, also das Setting würde ich. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht, sagen, aber das Asmodan Motto ist der größte Heerführer der brennenden Höllen. Er wird fallen, wie seine Brüder vor ihm. So, gehen wir mal noch da entlang. Ach, natürlich. Macht euch auf einen langen Kampf gefasst. So. Wunderbar. Ne, schlechter. Und jetzt finden wir auch verhältnismäßig viele Sachen, habe ich das Gefühl. So. Und so ein dicken Dreher. So. Irgendwo auf dem Kicker zu machen, finde ich jetzt nicht gerade die klügste Idee. So. So. Alter.
kann es mir nicht sagen. So, wir haben wieder eine weitere Paragon-Stufe erzielt. Kritische Trefferschaden, kritische Trefferchance möchte ich erhöhen. Gut. Ah, wieder keine Informationen. Da schön alles, um auch das letzte bisschen. Das war kein gewöhnlicher Kampf. Okay. Wir haben aber da noch ein paar andere Wege. So, dann erkunden wir noch hier unten. Was war das Fass? Das Fass hätte nicht existieren dürfen, wenn wir durchgegangen wären. Aber die Leiche hat uns noch ein wenig Gold gebracht. Ah, siehste, ein Buch. Vor 20 Jahren wurde Baal auf die Welt losgelassen. Er belagerte Secheron, die Hauptstadt der Barbaren. Durch Hinterlist gelang es ihm, in die Kammer des Weltensteins vorzudringen und die drei Urahnen, Talik, Madak und Korlik, zu umgehen. Schließlich gelang es ihm, dieses wichtige Artefakt zu verderben. Zwar wurde Baal von Helden getötet, aber der Schaden ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Ja, das haben wir dann im DLC zusammen gemeistert. Ich kehre in die Stadt jetzt zurück. Wenn es hier vorne blinkt, dann dürfte es dann langsam gegen wichtig werden. Den bitte hier hin. Und den Rest kann... ich verwechsel die beiden Positionen immer. Da wieder klein machen. Gut. Ah, Reparatur. Das habe ich vergessen. Geht aber noch. Hatten schon schlimmere Summen müssen reparieren. Gut. Oh. Wir sind hier nicht allein. Und ich würde mal sagen, Putzfrau. Das ist ja ekelhaft, wie sie hier unten aussieht.